Ja, das war der tolle Teleporter Mist. Und hier ist ein Shift, genau. Muss ich mal gucken, wo ich mich da rein shiften kann. Burst. Stunning Burst Spell. Only affects flying or floating monsters. Zehnmal Air Magic. Wow. Okay, das ist arg viel Damage dann. Ah, das ist ein Burst Spell. Stunning. Gut. Und so sehen die Knöpfe hier aus. Ja, hier in dem Bereich wird es wahrscheinlich nicht geöffnet haben. Der Teleporter bringt mich, glaube ich, naja, nicht nach da oben. Wohin zur Hölle bringt der mich? Oh. Ja, der bringt mich hier hin. Da war nur ein Messer drin. Wow, sogar das ist aufgegangen. Tome of Air. Plus 2 Air Magic. Hey. Cool. Also machen wir den Shift mal raus. Das Labor Herbs können wir auch mal rausmachen. Und hier gab es ja eh nichts mehr Interessantes drin. Ich hätte halt auch wirklich gerne was hier bei Light and Dark. Wo ist er denn? Healing Light, genau, hätte ich gern den zweiten Amplify. Das ist halt die Frage. Ist wirklich die Frage, was mit dem Fragezeichen Spell Fragezeichen gemeint ist. Hier oben könnte ich mich noch umgucken, was da und da und da war. Weil hier leuchtet ansonsten nur der Teleporter, aber hier waren wir schon unten.
Und ja, ich mache gerade übelstes Backtracking, weil ich muss gucken, wo ich einen blauen oder einen roten Gem herkriege. Oh, hi, wo kommst du her? Krank und vergiftet, das ist nicht so gut. Aber so kann ich meine Giftpfeile mal loswerden. Weiß halt nicht, ist hier was aufgegangen? Hier? Wo bin ich hier gerade? Ach, hier bin ich hier. Ne, in dem Ding war nichts. Hier war ein Weg nach oben. Das war okay soweit. Und hier sehe ich auch noch keinen Weg durch. Also ich gerne mal gucken würde. Noch nicht geguckt habe. Statist. 54 von 288 Rätseln. Hier habe ich noch einen Weg durch. Okay, das macht das nur zu. Nö, da hinten komme ich noch nicht lang. Und die ganze Mannschaft ist wieder hungrig, aber wie gesagt, mit dem Essen spare ich jetzt erst einmal. Wo bin ich gerade? Gehen wir erstmal wieder ganz nach oben. So. Jetzt bin ich wieder hier. Da war Eisentüre, da war Treppe hoch, da war der massive Einsturz, da war das Wasser. Da war der Weg runter. Hier waren Steine noch. Und ja, die kann ich nicht rausnehmen. So, in Torums Grab war kein Shift drin. Ich glaube hauptsächlich bei der Eisentüre. Da war Torums Grab. Da war der andere Raum mit den beiden Gesichtern. Wo ich aber auch nichts drin mehr gefunden hatte. Jetzt habe ich mich. Durch die Eisentüre durch zu etwas zu essen.
Das ist schon mal recht nice. Und zu ein paar Kräutern geworbt. Jo. Sie ist überladen gerade. Amulet of Wisdom. Experience faster. Wer hinkt hinterher? Sie. Gut. Okay, dann wäre das auch abgehakt, dieses Secret. Womit ich halt immer noch überfragt bin, ist das hier. Weil hier ist nichts. Weil irgendwie sagt mir ein komisches Bauchgefühl, dass in der Tasche da, an die wir immer noch nicht rangekommen sind, noch ein Gem versteckt ist, den ich gerne hätte. Hier kommt das Wasser runtergeregnet. Das sind die Controls. Hier ist nichts mehr vom Wert drin. Hier ist halt Map-Grenze. Steine darüber werfen bringt nichts. Die Knöpfe bringen halt auch nichts. Hier zumachen kann ich auch, das bringt nichts. Nee, solche komisch aussehenden Steine haben wir hier ja auch. Hier hätte den Spinnenweb auch nichts versteckt und es gibt auch keine unsichtbaren Wände oder so.
Ja, das spawnt hier nur den. Kampfbrokkoli. Der ist zwar nicht mehr wirklich gefährlich, aber er ist nervig.